Stamm verschwunden. Überall, wo man hinsieht, verschwinden Dinge. Züge verunglücken, Menschen verschwinden. Vernon County hat inzwischen keinen Strom mehr. Wissen Sie, wie mir das vorkommt? Ich würde sagen, das ist eine russische Invasion. Debbie, ich glaube nicht, dass die Russen etwas damit zu tun haben, was in der Stadt vorgeht. Aber aus diesem Grund setze ich die Ausgangssperre. Solange Sie nicht beantworten können, wer dafür verantwortlich ist, dass unsere Sachen verschwinden, sage ich, es sind die Sowjets. Ich mag Sie, Jack, aber wir wollen Sheriff Pro zurück. Wir haben gute Beamte, die bereits dran arbeiten. Mr. McCandless. Danke. Seit Mittwochmorgen ist mein Amateurfunkgerät völlig im Eimer. Auf einigen Frequenzen, die ich oft scanne, höre ich militärisches Geplapper, aber es ist verzerrt und ich weiß nicht, was es ist. Haben Sie das auch gehört? Mr. McCandless, könnte ich Sie bitte unter vier Augen sprechen? Es war, als wäre mein Funkgerät gekapert worden. Das muss Sie doch genervt haben. Kennen Sie die Frequenzen zufällig auswendig? Oh, natürlich. 13201. Jack, alle Patty, wieso wenden Sie sich nicht an Vicky? Hey, Dave, haben Sie Milner gesehen? Nein, Sir, habe ich nicht. Jack, da ist ein riesiger Krater neben meiner Garage. Ja, ich werde mich drum kümmern. Hey, Tom! Bitte. Tom! Haben Sie Milner gesehen? Haben Sie es im Büro versucht? Als hätte ich das noch nicht. Was ist mit dem Strom? Der ist seit zwei Tagen weg. Hey, Roscoe. In einer Reihe anstellen. Roscoe, ich will, dass du jedes Funkgerät von uns auf diese Frequenz einstellst. Verstanden? Nein. Hey, Milner. Ja? Hast du nicht einen Funkscanner mit Scrambler zu Hause? Ein Sprachbandinwärter, ja. Wie auch immer, los, bring ihn her und bau ihn auf. Würdest du das machen? Wird erledigt. Was hast du vor, Jack? Ich denke, dass die Air Force Kanäle verwendet, die nicht bitten. Er war gestern früh bei mir zu Hause, haben Sie das gewusst? Wir haben ihn hergebracht wegen der Autohandlung, doch er war es nicht. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihren Sohn darüber informieren, dass mein Haus tabu für ihn ist. Genauso wie meine Tochter. Thank you.